Guten Morgen, Leute. Es ist hier für ein Wochenende früh am Morgen. Es ist 10:30. Ich glaube, man sieht es mir auch noch ziemlich an. Ich bin ganz schön verpennt. Auf jeden Fall ist Zeit für Woodvlog Nummer 2. Ich hoffe, ihr habt den ersten gesehen. Er hat euch gefallen. Es geht weiter. Wir machen weiter. Und diesmal geht's weniger um Musik. Es geht um Säfte. Ich mache eine Saftkur. Ich habe mir überlegt, ich mache eine Saftkur. Warum ich mir das überlegt habe, was der Hintergedanke ist, erzähle ich euch später hier im Video. Erstmal, ich habe jetzt schon einen unfassbaren Hunger. Aber es gibt gleich einen Saft. Ja. Es wird 3 Tage gehen. Ich nehme euch auf jeden Fall ein bisschen mit durch diese 3 Tage. Mal sehen, ob es irgendjemanden interessiert. Ich bin sehr gespannt. Wir hören uns zwischendurch. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ich sage euch jetzt noch nicht, wie ich das mache, bei welchem Anbieter ich das mache. Mal schauen, wie die sind und dann gucke ich mal, ob ich eine Empfehlung aussprechen kann. Puh. Jetzt. Erstmal ein Teechen und dann Säftchen. Kurzes Update der ultimativen Saftkur. Ja, ich habe Hunger. So, die Beine machen auch nicht mehr so ganz, wie man das gerne möchte. Aber es wird ja auch gesagt, die ersten 2 Tage sind schrecklich und am dritten soll es dann besser werden. Wie gut, dass die Saftkur 3 Tage geht. Da habe ich wenigstens einen Tag, der nicht ganz so schlimm sein wird. Ich werde es mal sehen. Ansonsten, es schmeckt okay. Also ist was Leckeres bei und ist auch was nicht so Leckeres bei. Man schleppt sich so durch den Tag. Ein bisschen sanfte Musik. Zum Entspannen. I talk to God as much as I talk to Satan, cause I want to hear both sides. Does that make me cynical? There are no miracles, and this is no miraculous lie. I savor hate as much as I crave love, because I'm just a twisted guy. Ha! Saft! Saft! So, Versuch Nummer 2. Ich habe gerade ein Zeitraffer-Video gedreht. Das ist natürlich, ja, das war nix. Also nochmal ein kurzes Update. Erster Tag ist fast geschafft. 2 Säfte to go. So langsam ist echt eine Menge Hunger am Start. Und ich brauche irgendeine Ablenkung. Keine Ahnung. Sonst lenkt man sich gerne mit Essen ab. Das geht jetzt nicht. Also weiter Saft geben. Und Katzenalarm. So, Tag 2 ist angebrochen und ich muss sagen, ich bin optimistischer als gestern, dass ich die 3 Tage durchkriege. Ich fühle mich gut, ich fühle mich ausgeglichen. Hunger ist auch nicht so da. Ich habe zwar nicht mehr so Bock auf flüssige Nahrung, aber nun gut, Hauptsache kein Hunger. Heute Nacht bin ich auf jeden Fall aufgewacht. Da fühlte ich mich ein bisschen schwach, also so fast schon so ein bisschen kränklich. Aber das ist heute Morgen wieder weg. Finde ich gut und das klappt.
Der Saft wird variiert. Natürlich nur mit Wasser, mit ein bisschen Minze und ein bisschen Zitrone. Zitrone hat auch schon bessere Tage gehabt. Ist jetzt der hungrigste Punkt. Mein Magen knurrt, der Spaziergang geht auf Energievorräte. Es ist nass, grau. Ich habe Hunger. Ja! Leute, was geht? Der letzte saftige Tag steht an. Zwei Tage liegen hinter mir, einer liegt noch vor mir. Und mir und uns ist gestern was richtig Dämliches passiert. Wir haben einfach mal direkt einen Saft vergessen. Macht ja auch nichts, weil man nimmt ja eh schon kaum was zu sich. Dann kann man auch noch was weglassen. Das war wirklich... ja, und jetzt heute der letzte Tag. Heute muss ich allerdings auch eine Runde arbeiten. Das war ganz entspannt die letzten zwei Tage. Da konnte man auch dann einen ganz lauen Lenz machen. Jetzt wird es vermutlich ein bisschen anstrengender, tippe ich mal. Aber es ist auch nur noch ein Tag und man kann schon Stunden zählen, bis es die erste feste Nahrung wieder gibt. Ich muss wirklich gestehen, ich freue mich. Wobei morgens ist das Gefühl immer etwas besser als abends. Aber um ein vernünftiges Resümee ziehen zu können, werde ich das so in ein, zwei Tagen machen. Wenn ich wieder ein bisschen was gefuttert habe und ein bisschen anders auf diese Zeit zurückgucken kann, als ich es jetzt kann, weil jetzt, ich glaube, das Feedback könnte man nicht so ernst nehmen. Das ist der Letzte. Der Letzte. Leute, wie sieht's aus? Es ist jetzt der zweite Tag, seitdem ich wieder essen darf. Und deswegen wollte ich jetzt einfach mal erzählen, wie das Ganze so war. Warum habe ich den Shit eigentlich gemacht? Genau, ich wollte einfach mal so, ja, so für so ein paar Tage diesen ganzen Kack, den man so zu sich nimmt, den ganzen Zucker und schieß mich tot, einfach mal weglassen, einfach mal den ganzen Körper entschlacken und das Verdauungssystem entlasten. Das Verdauungssystem wurde auf jeden Fall entlastet. Ich sag mal so, also es gab sehr viele Höhen und Tiefen. Es konnte wirklich zwischen einer Stunde wechseln von vollkommen Optimismus. Ah, das schaffe ich locker, die drei Tage, kein Problem. Und ach du Scheiße, wie soll ich das noch drei Tage schaffen? Morgens kann ich auf jeden Fall sagen, war es immer am allerbesten. Der Schlaf tat immer gut. Es tat gut, das am Wochenende gemacht zu haben. Dadurch konnte man ausschlafen und hatte tagsüber nicht so viel zu tun, was Energie braucht. Gegen Abend war es meistens eine echte Katastrophe. Also für diejenigen, die das überlegen, vielleicht auch mal zu machen. Wenn ihr fit seid, wenn ihr nicht viel zu tun habt, dann kann ich das empfehlen, das einfach mal zu machen. Ich kann sagen, das hat auf jeden Fall, die Geruchssinne werden schärfer, die Geschmacksknospen. Also ich kann euch sagen, was ihr danach schmeckt, das ist der Hammer. Man weiß das viel mehr zu schätzen, ob man das jetzt haben muss oder nicht. Aber ich finde es wichtig, irgendwie auch sowas mal kennengelernt zu haben. Ein richtiges Hungergefühl. Also ich kann euch sagen, wenn ihr mal einen halben Tag nichts gegessen habt und dann abends denkt, oh, jetzt habe ich aber ein bisschen Hunger, das ist vielleicht ein Minimalprinzip von Hunger. Ja, genau. Ich habe mich für die Marke Live Fresh entschieden. Es wurde geführt und so musste ich mir nicht ganz so viele Gedanken machen. Was auch sehr, sehr positiv war. Ich habe das mit meiner Freundin zusammen gemacht. Kann ich auch nur empfehlen, wenn ihr überlegt, das zu machen, macht es zu zweit. Alleine... Oh, also ich glaube, ich hätte spätestens auf der Hälfte mal
einen kleinen Nascher gehabt zwischendurch, eine kleine Naschattacke. Und ja, wenn euch dieses kleine, kurze, mal irgendwie andere Video von uns gefallen hat, dann lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da und abonniert uns. Das würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Nächstes Mal, verspreche ich auf jeden Fall, sind die anderen beiden auch wieder dabei. Wir wissen schon genau, was als nächstes kommt. Das werdet ihr auf jeden Fall zeitnah erfahren. Wenn ihr Wünsche habt, was ihr mal sehen wollt, wie wir schon gesagt haben, Equipment-Videos, wie läuft eine Probe ab, wie machen wir Songwriting, haut das in die Kommentare, schreibt uns eine Nachricht. Wir freuen uns auf jeden Fall darüber. Wir haben eine Menge Ideen und wir haben auch noch einfach irgendwie Bock, dieses Zeug hier zu machen, das einfach so gar nicht so viel mit so einem typischen Band-Zeugs zu tun hat. Aber wieso nicht? Wir haben Laune und wenn es euch gefällt, sehr, sehr gerne. Wir sehen uns, wir hören uns. Vor allen Dingen hören. Hören ist gut. Unsere Songs könnt ihr nach wie vor hören. Alle Songs, die hier in dem Video verwendet werden, immer unten im Beschreibungstext. Teilt das Zeug hier und ach, keine Ahnung. Jetzt fange ich schon wieder an mit diesem ganzen Werbegedöns. Macht's gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi.